geht zum Hauptpreisgeier, ja, und darf Sie bitten, wie ist Ihr Name? Seidel. Ja, darf Sie bitten, Herr Krügerl. Gary Seidel gewinnt eine Wohnlandschaft, soweit einmal die Rahmenhandlung von Gratuliere. Und dann beginnt er über Gott und die Welt nachzudenken. Wenn es nach mir ginge, ich hätte ja teilweise viel mehr so herum über Reinkarnation und so, aber es ist ja auch nicht jedermanns Sache, dass man da jemandem so eine Glaubensrichtung aufs Auge druckt, an was halt ich glaube. Der Glaube heißt ja auch nur Glaube, weil man daran glaubt. Wenn man es wisse, dann hieß er ja Wisse. Aber wie klingt denn jetzt das Wissensbekenntnis? Ha? Ich wisse an Gott, den Vater, den Allmächtigen, das glaubt ja wieder keiner. Ne? Die Bühnenfigur Gary Seidel unterscheidet sich von der Privatperson nicht wesentlich, hat aber natürlich mehr Narrenfreiheit. Die ganz vielen Andersgläubigen, die glauben etwas anders. Und jeder glaubt, der hat recht. Ne? Es ist immer leichter, eine Kunstfigur da quasi auf die Bühne zu stellen, die man ein bisschen deppert sein lassen kann, und selbst stehe ich einen Zentimeter daneben und sage, ich bin's ja gar nicht. Ne? Wobei, wenn man mich, wenn man einander ein wenig kennt, naja, doch, sehr knapp an ihm, macht mir gar nichts. Erstens einmal kann ich über mich selbst sehr gut lachen. Also ich habe kein Problem damit. Und es sind ja Erlebnisse, die ich wirklich hatte. Der Onkel Heinzi und die Tante Mitzi, die waren 52 Jahre verheiratet. Ja? Das ist für mich eine nicht greifbare Zeitspanne. Weiß ich nicht, wie es Mesozoikum. Ja? Also 52 ist Wahnsinn. Vor allem beim Onkel Heinzi war es noch ärger, weil der war bei der ÖBB. Der war seit 30 Jahren daheim. Ne? Das muss man meinen. Ich bin in Pension, also du sprichst mit einem Pensionisten. Ich mache jetzt schon das, was ich gern mache. Und das macht mich zu einem glücklichen Menschen. Und darum habe ich wahnsinnig viel Zeit teilweise. Und wenn man viel Zeit hat, hat man viel Zeit für Gedanken. Ja, und sie begleiten mich durch den Tag. Und das ist schön. Na, man muss seiner Berufung nachgeben, ja. Man kann Mensch mit Parkinson wird Chirurg, ne? Hoffentlich. Oder in zwei Patient, ja. Kein Mensch mit einer Stauballergie wie der Archäologe. Ja. Kein Mensch, der Tiere hasst, arbeitet in einem Zoo. Ja. Man sieht, oder vielleicht gerade deswegen. Dass es den Tieren zeigen kann, dass er der gescheite Mensch ist und der andere nur der dumme Affe. Ja. Wobei man sagen muss, gerade bei der Gegenüberstellung vom Affenkäfig ist ja nicht immer ganz klar, wer von den zwei jetzt die Eintrittskarten nicht ertäuschen hat. Ne? Ja. Diejenigen, die für die gestrige Premiere Eintrittskarten gehabt haben, sind jedenfalls begeistert gewesen. Ich war schon einmal bei ihm und das habe mir gedacht, muss ich mir noch einmal anschauen, und das ist wirklich super. Er gefällt mir einfach so, wie er ist und so, wie er das aus dem Leben bringt, das gefällt mir sehr, sehr gut. So realitätsbezogen ein bisschen. Ich finde das spitzenmäßig, ja. Ich habe schon zwei Programme gesehen von ihm und gefällt mir sehr gut. Nein, ist ganz fantastisch. Sehr gut. Auch Kollegen vom Fach sind gestern mit dabei gewesen und von denen weiß man ja, dass sie besonders kritisch sind. Ich gehe nachdenklich raus aus dem Ganzen. Ist abgesehen davon, dass man sich amüsiert, aber ich gehe schon nachdenklich raus. Einen Freund, der wirklich ein Freund ist, bei einem Flop zuschauen zu müssen, ist furchtbar. Aber das war ja heute nicht. Das war eine wunderbare Premiere, mich sehr gefreut für ihn und überhaupt kein Problem. Gern da gewesen, viel gelacht, schön war's. Entsetzlicher ist es auf der Bühne, wenn man weiß, es sind Kollegen im Publikum, weil ich es von mir ja auch kenne, dass ich nicht so viel lache wie ein normales Publikum. Ich betrachte es einfach anders, ja. So frage ich mich heute, wer ich schon aller war. War ich schon einmal hier und Sie waren schon mal da. Wie dieses Lied hier ohne Ende reise ich weiter durch die Zeit. Doch frage ich mich als wer und auch nicht wie weit. Gratuliere, das neue Programm von Gary Seidel, ab jetzt im Kabarett Niedermeier.